Hey ho Leute und willkommen zurück zu The Night of the Rabbit, endlich mal wieder. Erstmal Entschuldigung, dass die letzten Tage nichts gekommen ist. Ich war persönlich ein bisschen gestresst und musste Zeug für die Uni machen. Wo ich mit einer Gruppe selbst ein Spiel programmiert habe und da war gestern Abgabe und ich habe bis heute noch dran gesetzt, nochmal Bugs zu fixen und das Ganze jetzt nachträglich nochmal einzureichen. Oh, und ich glaube, ja. Konrad ist noch wach. Deshalb kam ich jetzt erst dazu, aufzunehmen. Tut mir leid, aber jetzt ist hier wieder ein Video da. Also wenn ihr das schaut, ist gerade ein Video da, weil sonst könntet ihr es nicht... Egal. Hey Konrad. Hallo? Uhu. Herr Konrad Uhu? Nein. Dein karamellfarbenes Fell. Wie ein Sahnebonbon. Ich glaube, der schläft. Ich glaub's auch. Ich hoffe es. Im Übrigen, wieso ich jetzt direkt hierher gegangen bin, weil ich, als ich mir die Folge nochmal angeschaut habe, um die Folge vorzubereiten, gesehen habe, dass wir hier rein können. Bin ich mit der Maus drüber gegangen und da waren Fragezeichen und dann, da kann ich rein. Gut. Hast du was Neues zu sagen? Dein karamellfarbenes Fell, wie ein... Ich glaube... Okay, nein, er hat nichts Neues. Und Ursula? Tapferes kleines Mädchen. Ah, Sis. Und Unterlagen. Nur staubige alte Papiere. Hey, eine Spielkarte. Yeah. Was für eine? Okay, Mauswaldbewohner. Finde ich cool. Ich finde im Allgemeinen sollten wir mal wieder spielen. Müssen wir da mal schauen. Müssen wir wieder mal ein Ründchen spielen. Oh Mann, ganz schön duster hier oben. Und kalt ist es auch. Zu Hause dürfte ich nachts nicht auf Häusern rumklettern. Zu Hause würde ich jetzt mit der Taschenlampe unter der Bettdecke Comics lesen. Schämlich. Ich überlege gerade, ob ich das früher auch gemacht habe. Heimlich gelesen abends. Ich glaube, meistens habe ich einfach so gelesen. Musste nicht heimlich lesen. Ich weiß nur, dass ich es geschafft habe, im Lesen einzuschlafen. Garstiges Balg! Dann kamen meine Eltern auf die Idee, ein Bild von zu machen, wie ich dann da sitze mit zuhenden Augen und einem Buch vor mir aufgestellt. Ich bin Emmett Milano plus O'Donnell. Mehrfach ausgezeichnet wegen herausragender Forschungsergebnisse in Kleptologie. Du musst nicht mehrmals reden. Gleichzeitig. Da warte ich hier oben im Baum die ganze Nacht und keiner kommt. Bin noch da. Auf der grünen Insel wird das keiner wagen. Aber wenn du dahin willst, dann beeil dich gefälligst. Sonst gehe ich ohne dich durch den Baum. Und bring meinen Hut mit, du Knilch. Und ja, nicht so einen wie deinen. Aber wie soll ich denn darüber kommen? Kannst wohl nicht schweben wie anständige Leute, du Süßteetrinker. Dann musst du zu Fuß rüber über den Ast. Das ist viel zu dunkel. Und zu hoch. Da sieht man ja nicht, wo man hintritt. Na, nur zu, du kleiner Erpresser. Wenn du vom Ast fällst, sammle ich den Hut einfach ein unten, während du Sternchen siehst. Nach deiner Hakenattacke auf mein kleines Leben hast du das verdient. Okay, ich habe jetzt gehofft, wir könnten einfach so darüber. Aber scheinbar ist dem nicht so. Das muss nicht gelöffelt werden. Ich wollte eine Brücke. Da Brücke, da. Ich nehme fast an, wir brauchen irgendwie eine Fackel oder sowas. Oder wir müssen schweben lernen. Eins von beiden. Ich glaube eher, wir brauchen eine Fackel. Das klingt mir logischer. Und wo bleibt der Mückennährer jetzt? Sieht irgendwie verdächtig aus.
Das würde ich mir ja gern mal von nahem anschauen. Dann geh nah ran. Über den Ast könnte ich zum Baum kommen. Ja. Aber das ist viel zu dunkel hier oben. Ein falscher Schritt und... da denke ich lieber gar nicht drüber nach. Aber wie soll ich das da sehen? Na, nur okay. Ja, wir brauchen Licht. Also wir brauchen erstmal eine Lampe, die wir wahrscheinlich vom Hasen bekommen. Und für den Hasen brauchen wir erstmal den Kuchen. Und für den Kuchen müssen wir irgendwie es schaffen... Ein Tisch geformt wie ein... Okay, müssen wir es irgendwie schaffen, die Maus da wegzubekommen. Und um die Maus da wegzubekommen, ich habe keine Ahnung, wie wir die Maus da wegbekommen. Also eigentlich hängt alles von dieser doofen Maus ab. Ich weiß gar nicht, hat die Maus was gesagt gehabt, wie wir sie wegbekommen? Eins von den Posten. Ich frage mich, wie er das Froschspielzeug von hier aus hören kann. Vielleicht haben Frösche ja eine Art von Supergehör. Benutzen wir einfach mal das Froschhorn. Froschhorn. Wohey! Hallo Jerry, du bist aber noch spät auf den Beinen. Na, wohin soll es gehen? Wir wollen... Ich dahin. Wann warst du das letzte Mal in Anjas Café? Überall Krümel und Reste. Na, wohin soll es gehen? Ich war das letzte Mal tagsüber da. Ich würde gerne mal nachts hin, aber... Explodieren ihre Kuchen jetzt oder haben die Kunden einfach keine Tischmanieren mehr? Okay, ich glaube, er will uns dazu bringen, da mal vorbeizuschauen. Auf geht's! Halt dich fest, Jerry! Bis später! Das werden wir dann auch demnächst mal machen müssen, aber erstmal will ich jetzt schauen, wie wir... ...wie wir die Maus da wegbekommen. Wegen dem neuesten Angriff bin ich hier als Krähenspäher abgestellt worden. Und all das, damit Wichtigtuer wie du gut schlafen können. Oh, danke? Keine Ursache. Okay. Kann ich vielleicht meinen Stock anzünden an dem Ding? Ein Stock bringt? Okay, nein, kann ich nicht. Ich glaube, tagsüber sagt sie uns auch nichts Schlaueres, oder? Hast du was Neues für mich? Wegen dem neuesten Angriff und ab. Oh, danke. Keine Uhr. Verpiss dich, bitte. Gut, gehen wir mal zurück. Insgesamt sind wir also noch kein bisschen weitergekommen in dieser Folge. Jerry, na, wohin soll es gehen? Wir wollen zum, ja, Mausplatz. Auf geht's! Mauswaldmitte. Bis später! Und wollen jetzt wieder rein. So, gibt's hier irgendwas Neues? Ich hätte gerne immer noch den Schlüssel irgendwann mal. Den Schlüssel? Ich will mal... Hierzulande wird man... Moment. Ich hab das Uhrenteil über den Schlüssel gehängt. Das Uhrenteil statt des Schlüssels benutzt, ohne es zu merken. Die Tür ist jetzt offen. Jetzt könnte ich sogar durch die Hintertür ins Café kommen, wenn keiner hinguckt. So,
So, das können wir jetzt einfach so lassen. Jetzt können wir bei Nacht hier rein. Heißt, wir wechseln jetzt mal wieder zur Nacht. Und gehen dann nachts dorthin und holen uns dort Kaffee. Den wir dann der Maus hier vorne bringen, die sich die ganze Zeit so abackert. Die arme Maus. Es tut einem irgendwie schon leid. Und ist voll süß. Ich mag die Maus. Schon gehört, einige von euch mögen die Maus auch sehr. Haben auch Mitleid. Arme Maus. Hi. Oh. Hallo, du. Hi. Du bist wohl auch gerne nachts unterwegs? Oh ja. Ich liebe die Stille von Orten wie diesen bei Nacht. Dann kann man das Wispern von verborgenen Geschichten hören, die sich hier und dort verstecken. Ich habe eine besondere Geschichte für dich. Es geht um Mäuse und Eichhörnchen und den Wald. Möchtest du sie hören? Der Waldschrat hat dir eine Geschichte gegeben. Um sie dir anzuhören, klicke auf Bonussammlung im Inventar. Spielmenü, ja. Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Verloren gegangene Anfänge. Und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Ich vermute es fast. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal. Hören uns erstmal die Geschichte an. Ich weiß nicht, wie viel das ist, aber ich würde sagen, ja, wir hören sie uns halt einfach mal an. Schauen mal, wie viel Stick haben wir eigentlich? Ja, es fehlen noch 2 Sticker. Also, wenn ihr Sticker seht, sagt Bescheid. Uns fehlt hier der Harvey-Sticker. Und hier der kleine Dino-Sticker. Die fehlen uns. Ich will diese Sticker haben. Job. Hummel nascht gern süßes Tee, da wird es nicht vergessen. Ah, ich mag die ganzen Sachen. Zurück. Wir wollten eigentlich zum Hörbuch. 8 Geschichten aus dem Mäusewald. Von Matthias Kempke. Gelesen von Gunnar Bergmann. 8 Geschichten gibt's. Wollen wir die uns jetzt anhören? Also die erste? Ich würde sagen, wir machen daraus mal eine Extra-Folge und hören uns irgendwann die Geschichten aus dem Mauswald noch an. Irgendwann gegen Ende des Spiels. Und spielen erstmal weiter. Ich denke, das ist ein ganz cooler Abschluss später nochmal. Jetzt wollen wir auf jeden Fall Kaffee holen. Becher auffüllen. Einmal heißer Kaffee. So. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Ja. Und ich bin mir immer noch nicht sicher. Die Tür ist... Ah, wir können da nicht durch. Ob wir die Maus jetzt wach machen sollen oder zum Einschlafen bringen sollen. Wir probieren jetzt einfach erstmal als erstes wach machen. Wenn nicht, tun wir halt, also ändern wir halt die Wirkung des Kaffees um. Aber erstmal geben wir ihm hier den schönen Kaffee. Ich habe hier ein Kleid. Was? Wer? Oh. Was für ein Duft. Frisch gebrüht. Oh, ja. Oh, yeah. Danke. Das sollte jetzt noch ein paar Minuten vorhalten. Ja. Melde dich nicht freiwillig für die Nachtschichten, haben sie gesagt. Nicht in deinem Zustand. Aber wer, wenn nicht ich?
Und seht mich jetzt an! Das Feuer des Ehrgeizes in den Augen entflammt! Darf ich jetzt die Kanone benutzen? Niemand darf die Kanone benutzen! Naja, jetzt bist du ja wach genug, um das sicherzustellen. Versuch aber am besten keine Schäfchen zu zählen. Schäfchen... Ach, jetzt ist er wieder müde. Warte, weiche Schäfchen. Halt mir fest, das war falsch. Aber der Dialog war lustig und von daher hat sich's gelohnt. Und jetzt beeilen wir uns einfach, dass wir schnell nochmal einen Kaffee holen. Auf geht's hier rein. Und er ist weg. Okay, tschüss. War schön mit dir. Einmal heißer Kaffee. Ja. Ist es so. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Und jetzt beeilen wir uns, dass wir schnell den Kaffee rüberbringen. Auf, wie geht's sie? Eigentlich müssten wir die Folge schon beenden, aber ich finde, wir können mal die Folge ein kleines bisschen länger machen. Weil es gab ja schon die letzten Tage keine Folge, da darf die auch länger sein. Wenn es euch stört, dürft ihr euch in den Kommentaren beschweren und sagen, hier, ich habe nur bis 16 Minuten 34 geguckt. Weil die Folge zu lang war. Ich habe hier ein kleines Geschenk. Oh, was für ein Duft. Frisch gebrüht. Oh, ja. Boing. Gute Nacht. Er ist eingeschlafen. Diese Baldrian-Tropfen sind echt stark. Langsam bekomme ich aber ein schlechtes Gewissen. Na, wer weiß. Wahrscheinlich tut ihm eine Mütze voll Schlaf ganz gut. Ja, bestimmt. Jetzt können wir... Die schießen hier mit Erbsen auf Krähen. Immerhin netter als mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Aber auch Erbsen feuere ich lieber nicht wild durch die Gegend. Für Mäuse und Eichhörnchen können die bestimmt auch schon ganz schön gefährlich werden. Kann ich jetzt... Jetzt zielt die Kanone in die Baumkrone über der Stadt. Okay. Die schießen hier mit Erbsen, immerhin, aber auch für Mäuse. Ich weiß ja noch nicht, was ich schießen will. Jetzt zielt die Kanone von der Stadt weg in Richtung Felder. Was kann ich denn schießen? Pfeffer. Ich schieße mit Pfeffer. Das braucht keinen. Ich schieße mit Nägeln, Fässern, dem Hut. Mit dem Hut bestimmt. Nein, der gehört dem kleinen Mann im Grün. Ach, Manno. Okay, ich habe noch keine Ahnung, was wir jetzt mit der Kanone tun. Die schießen hiermit immerhin netter, aber auch für... Also wir schauen jetzt einfach mal, was wir noch tun können. Wahrscheinlich werden wir noch irgendwas im Kaffee tun müssen. Ich gehe jetzt einfach schon mal in den Kaffee. Und wir schauen dann in der nächsten Folge weiter, was wir zu tun haben. Ich will mal gucken, was passiert im Kaffee, wenn wir die Klingel drücken oder so. Drücken wir mal eine der Klingeln. Nachts mache ich hier besser Kaffee. Okay, drück mir die Klingel. Nachts mache... Okay, dann nicht. Was können wir benutzen? Tut mir leid, aber ich möchte lieber nicht Labormaus für die Nacht... Okay, was gibt es noch? Die Kaffeemaschine. Die Schlüssel. Ich hab das Uhrenteil ist die Per... Naja. Okay. Nachts mache ich... Okay, insgesamt muss man sagen, wir haben davon relativ gar nichts, dass wir hier drinne sind. Außer, dass wir die Maus wach gemacht haben, aber das hilft uns nicht weiter. Dann, ja, hier weiter können wir auch nicht.
Okay, dann suchen wir in der nächsten Folge mal weiter, wie es weitergeht. Weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Hör auf, mir ins Wort zu dampfen. Bitte, danke. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Oder wenn es nicht gefallen hat, halt einen Daumen nach unten. Oder wenn es so lala war, dann drückt beide Daumen einmal. Bitte erst den nach unten und dann den nach oben. Und über Kommentare freue ich mich natürlich auch. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ciao. Schönen Tag noch.